Und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir befinden uns jetzt vor den Toren von Thalia, der Stadt der Magier, wenn ich das richtig habe. Also jetzt wird es wieder ein bisschen magisch. Ähnlich wie in Raya Lucaria, denke ich mal. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die drei Türme zu erreichen, in denen wir jeweils eine Kerze anzünden müssen. Was genau dann passiert? Irgendwie Tore öffnen sich oder so? Kommen wir vielleicht zu einem Bosskampf? Mal schauen. Ich bin gespannt, was hier so auf uns wartet. Aber es gab hier auf jeden Fall etwas und das habe ich vergessen. Und das war nicht Celia, Stadt der Zauberer. Ja, genau. Das war nicht das mit den Kerzen anzünden. Das weiß ich genau. Ich weiß nicht, ob es hier diese Assassinen-Magier gab, aber ich glaube, das ist eher so ein in der Hauptstadt so ein Teil. Wo genau ist das, was ich hier höre? Ist das da unten? Ja, das ist das Teil, das haben wir schon mal besiegt. Wir hatten ja auch hier hinten an der Seite irgendwo eine Treppe hochgefunden. Weiß nicht genau, wo die ist, aber da kann man sich dann auch seinen Weg hier reinbahnen. Oh. Ups. Da vorne war auf jeden Fall ein Magier. Den habe ich schon mal gesehen. Ah, ja, okay, die sind aber auch unsichtbar. Ich weiß nur nicht, ob wir das irgendwie ändern können. Irgendwie offenbart unsichtbare Dinge oder so. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie so ein Objekt haben, was uns da helfen kann. Zieht Aggression aus sich, Fäulnis. Das ist das. Verringert Wucht. Stärkt aufgeladene Zauber und Talente. Parfüm, Brüllen. Nee. I don't think so. Ach so, wir können ja laufen. Der liest ja brav in seinem Büchlein. Oh, bei mir ist das Spiel noch ziemlich laut. Muss mal ganz kurz einmal eine Stufe leiser. So. Ich denke, das sollte passen. Wundert mich, dass jetzt das gar nicht eingeblendet wurde von Windows, meine Soundanpassung. Normalerweise macht es das ja. Oh. Ach so. Bekommen wir hier, da haben wir einen Magier. Bekommen wir hier vielleicht irgendwas, um diese blauen Zaubereien hier zu öffnen? Das hatten wir ja schon mal. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, ob wir da. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Rätsel gewesen letztes Mal. Aber kann auch sein, dass es dafür ein Objekt gibt. Und hier haben wir ein Gemälde. Es wäre so lustig, wenn das jetzt das Gemälde ist, was ich, wo ich meinte, mit der Burg drauf. Dass das ein guter Spot wäre und so. Mann. Oh, ach da. Irgendwo erkennen wir das. Dieses unsichtbar machen und woanders hinkommen. Gegen irgendjemand haben wir schon mal gekämpft, der das konnte. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So. Ja, fast. Es ist auf jeden Fall die Burg im Hintergrund, aber es sind auch irgendwie Ruinen. Das scheint von der Wüste aus gemacht worden zu sein. Oder über die Wüste hinweg. Gemälde Rotmähne. Also ich würde sagen, von hier hinten aus, hier sind dann irgendwo Ruinen und dann hier runter. Okay. Was zwei, ja. Und nicht doch. Und dann portet er sich irgendwo hier hin. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir gegen so jemanden gekämpft haben. Aber da ist mir das auf jeden Fall schon mal aufgefallen, dieses. War da ein Schatten? Oh, hallo. Jo, genau. Dass sie dieser Schleier da irgendwo hingeht und dann weiß ich, wo ich hinlaufen muss und so. Ich habe aber nur keine Ahnung mehr, wo das war. So, das ist jetzt die andere Treppe, ne? Hier hätten wir auch hochkommen können. Da unten ist auch ein Ort der Gnade. Den, glaube ich, aktiviere ich mir mal, weil der ist am nächsten dran an der Stadt. Krass, da hätte ich auch fast reinlaufen können, ne? Also, damals, als wir hier rauskamen. Dass man hier dahin geht und dann hier sich irgendwo verirrt. Aber wir wollten ja auch einfach nur noch weg. Habe ich mich da dran gesetzt?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mich gerade dran gesetzt, was ziemlich doof war. Jetzt habe ich nämlich überall wieder Gegner. Ah, ich wollte nur aktivieren. Ach, wir hatten das schon einmal in... Obwohl, das muss... Das heißt ja eigentlich nichts. So, wie kriegt man das hier auf? Da ist ein Siegel drauf. Mit einer Kathedrale oder so. Oh. Da hinten ist aber noch so ein blaues Tor, oder? Da oben? Ich kann es nicht richtig erkennen, ob das sowas ist. Oder ob das eine Nebelwand ist. Eine gelbe ist es auf jeden Fall nicht. Also dahinter ist kein Boss. Das könnte dann maximal... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist... Sind die Nebelwände von Steinschutzschüsseln auch weiß oder gelb oder so? Okay, nee, da hinten, guck mal, da ist auch über das Zeichen. Ich glaube, da oben ist es auch. Wir brauchen hierfür irgendwie einen Gegenstand, vielleicht einen Talisman oder so. Einen Ring, den wir uns anlegen müssen. Und dann können wir da durch. Aber es gab auf jeden Fall nochmal einen Turm. Da war auch irgendwie so eine Wand. Aber ich weiß nicht, ob das so eine blaue Wand war, wo dann irgendwie die Rede war von... Ja, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas mit Licht oder so. Also, ich weiß nur, dass ich mir danach der Aufnahme oder als ich das geschnitten habe, noch Gedanken gemacht habe. Aber so richtig auf irgendwas gekommen bin ich da nicht. Theorien. Aber auch eher so Humbug. Nichts, was ich hätte ausprobieren wollen. Dafür war das nicht schlüssig genug. Okay, da geht's durch. Irgendwie, also ich habe jetzt gerade noch keine richtige Orientierung, muss ich sagen. Hier ist eine Treppe. Da hinten geht's wieder runter. Okay. Das ist schon mal hilfreich. Da ist irgendwo ein Typ. Zwei sogar. Okay. Ich leg das Ding mal ab. Da müsste eigentlich mein Bogen wieder rein, aber ja, okay, Spiel. Ja, okay, hab's kapiert. Was musst du hier laden? Oder was ist dein Problem? So. Das ist der erste Turm. Hey. Da hätten wir schon mal ein bisschen Progress gehabt. Also egal, was dann passiert, dann hätten wir auf jeden Fall einen Turm. Alter, diese unsichtbare Macherei ist schon übel. Aber ich glaube, das war tatsächlich damals irgendwie nur so ein Tipp, so ein Hinweis, dass die Magier von Celia... Wow. Okay, das ist gefährlich. Holy moly. Der ist krass. Meine Waffe. Das ist mir tatsächlich lieber, wenn die nur so einen kleinen Benöpel wegschießen und anstatt dann so eine ganze Salve, die richtig heftig Damage macht. Das Problem ist, ich kann nicht einfach mein Schild hochheben, das geht da ja trotzdem ganz gut durch. Also, Mann, das nervt ein bisschen. Ah, jetzt weiß ich. Die Dinger gehen wahrscheinlich weg, sobald wir die drei Kerzen angezündet haben. Ja, das macht Sinn. Aber ob die dann überall verschwinden? Also ob da, wo wir schon mal so ein Ding hatten? Also wenn ich das recht überlege, das würde auch Sinn machen mit dem Licht. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass das Rätsel... Nee, hier oben nicht. Da. Hier drin war. Renners Turm. Ich glaube, da war so ein blaues Ding. Wenn mich nicht alles täuscht. Es gab noch ein anderes Ding, wo wir nicht durchkamen damals, aber da müssen wir da auf jeden Fall nochmal schauen, sobald wir hier die Kerzen angezündet haben. Moment. Aber da muss ich da irgendwie reinkommen. Da ist nämlich auch ein Turm. Muss ich noch einen Weg finden. Oder es öffnet sich so ein bisschen, ein paar Portale öffnen sich gleich, wenn wir die erste Kerze anhaben. Naja, ich spekuliere hier wahrscheinlich schon mich um Kopf und Kragen. Dabei stimmt das alles überhaupt nicht. Also wahrscheinlich sollte ich eher aufhören damit. So, jetzt muss ich da einen Weg reinfinden. Oder hochfinden. Oh. Na, das ist schlecht.
Weil da ist eine Tür und da komme ich nicht durch, oder? Nee. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hin zu dem Turm. Das ist ja belastend. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Na, jetzt hört mir erstmal die Magier da unten, dann kann ich besser denken. Wo waren die jetzt? Sind die auf mich zugelaufen? Oh ja. Na toll. Haben die auch noch eine gute Position bekommen, ey. Ah, das war doch ein guter Angriff. So, jetzt kann ich denken. Also, es könnte sein, dass es unterirdisch dahin geht. Dass es hier an der Seite irgendwo einen Weg gibt, weil hier sind so viele Trümmer. Dass es hier damals ein Gebäude war. Und man hier von der Seite dann hin muss. Wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre, ich komme da gar nicht hoch. Aber das fände ich uncool. Das wird doch bestimmt einer der Türme sein, oder nicht? Das ergibt in meinem Kopf so viel Sinn, das muss stimmen. Türmchen. Was machen wir mit dir? Wo könnte der Eingang sein? Also ich würde eher am ehesten sagen, hier in diesen Trümmern, aber hier ist jetzt irgendwie noch gar nichts zu sehen. Und diese Türen, die lassen sich ja nicht öffnen. Hier drin vielleicht? Oh, vielleicht kann man sich reinporten? Nee. Das ist ja jetzt ätzend. Na gut, dann gucken wir uns doch nochmal ein bisschen in der Stadt mehr um. Gucken wir, ob wir einen anderen Weg finden. Also das scheint jetzt erstmal nicht so richtig zu was zu bringen. Jetzt muss ich mich leider hier nochmal durchkämpfen. Tut mir leid, Leute. Jetzt mal ganz kurz weniger Progress. Naja, ich habe keine Ahnung, wo der hingegangen ist. So, hier geht's lang. Da waren wir. Hier. Was ist hier? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay, aber auch nur kleiner Hinterhalt. Das Ding ist gut. Ich mache keine Steps. Dadurch können die mich, glaube ich, nicht so krass überraschen, wie sie gerne hätten. Also ich glaube, das könnte noch ein bisschen übler sein, wenn man hier auch noch Steps machen würde die ganze Zeit. So, hier waren wir aber auch. Kann ich nochmal in der Richtung halt ein bisschen gucken. Hier sind halt überall diese Faktoren. Ja, diesen Angriff gemacht hat für Backstep. Das aber nicht durfte, aber der Angriff zählte trotzdem als normaler, regulärer Angriff. Das finde ich gut. Aber dass das Spiel das so erkennt. Also, dann dennoch zu sagen, ja, aber das ist immer noch eine Klinge. Also, wenn die da lang geht, dann zählt das normalerweise immer noch als Angriff. Zeugt von einem guten Spiel. Ist es ja auch. Wenn die Next nicht wären, würde ich dem Spiel auch nichts, obwohl kaum etwas Schlechtes abgewinnen. Also PC-Version würde ich sagen, durch die Lags könnte man vielleicht auf eine 9 von 10 gehen. Und wahrscheinlich, wenn das auf Konsole keine Lags hat, eine 10 von 10. Weil nur der alleinige Fakt, dass sich ein paar Sachen hier wiederholen in dem Spiel, das reicht mir nicht, um einen Notenabzug zu geben. Ich meine, ich habe es ja noch nicht durch, aber ich kann mir schon ein gutes Bild machen. Und, aber wenn man halt das Wiederholbare, also wiederholbare Dungeons und so weiter, die als Punkt nimmt und die Performance, und das ist egal, was für ein System man hat, also manche Systeme haben Probleme und manche Systeme halt nicht, kommt aber wenig auf das, was man halt an Leistung am PC hat, an. Da muss man sagen, wenn man beide Punkte zusammenrechnet, könnte man sagen, ja, ist eher doch nur eine 9 von 10 von dem Spiel.
Was immer noch klasse ist, ne? Also, immer noch auf jeden Fall empfehlenswertes Spiel. Ich finde, das ist auch bisher so das Souls, was für mich so einen Wiederspielwert hat, der extrem hoch ist, der sich aber ein bisschen dämpft dadurch, dass man, dass das Spiel so lang ist. Also, man hat hier richtig, richtig viel zu tun. Obwohl man ja auch viel Optionales hier einfach skippen kann. Ach komm, das muss doch hier weitergehen, oder? Das sieht so richtig aus, was ich hier gerade tue. Aber ich weiß, da muss ich, glaube ich, hin. Bring mir hier mal rüber. Das habe ich ein bisschen vermisst, tatsächlich. In Raya Lucaria. Das war in der ersten Burg richtig nice. Dieses über die Dächer und so weiter, dieses Freiheitsgefühl, kann man schon fast sagen. Was man da hatte. Scheiße. Och nö, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wieder da. Auf jeden Fall hatte man das in Raya Lucaria jetzt kaum. Da gab es eine Dachpassage, obwohl da gibt es auch noch ein Item, wo ich noch nicht war. Also richtig abgeschlossen habe ich das ja auch noch nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht so krass, das Gefühl, wie das, was man in der ersten Burg hatte. Das war echt übel. Diese Erkenntnis allein, wo man überall hin konnte und auch hingegangen ist dann im Endeffekt, war echt insane. Kriegsasche, Doppelschnitt. Kommt der Typ? Nee, ne? Obwohl ich hör's. Nee, das ist die Musik. Kriegsasche, Doppelschnitt. So, wie sieht das aus? Das hier? Nee, Doppelschnitt. Hier. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität solide und folgendes Talent. Doppelschnitt. Ein Talent überragender Schwertkämpfer. Ihr nehmt eine niedrige Haltung ein und macht dann irgendeinen Doppelschnitt. Ja, okay. Kommst du wieder hoch? Ja, sehr schön. Nee, ich nicht. Oh Gott. Nicht rollen. Okay, ich könnte auf das Dach und könnte... Oh, da ist auch ein Turm. Könnte darüber. Ich kann hier aber auch lang. Nein. Oh Gott. Ich dachte schon, ich falle hier wieder runter. Also das hier finde ich sehr, sehr cool, über die Dächer zu hüpfen. Da ist ein Item. Das müssen wir darüber erreichen. Ich müsste da eigentlich auch so rüberspringen und wieder zurückspringen können. Also werde ich das jetzt auch mal eben machen. Falls ich runterfalle, seht ihr mich halt wieder oben. Also für euch ist es eh alles entspannt. Nur nicht für mich. Giftpilz. Wow, okay. Aber 5 Stück davon. Danke, danke. Beschwer mich immer erst und dann freue ich mich. Also freuen ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort. Aber ich bin zufrieden. Ja, mit 5 Giftpilzen kann ich mehr einfangen als mit einem. Weil diesen einen Giftpilz würde ich niemals verwenden, weil ich dann so messy werde. Und sag mir so, nee, nee, den habe ich nur einmal, den setze ich nicht ein. Ich setze irgendwie ungern Sachen ein, die man nur ein einziges Mal im Spiel bekommen kann. Vor allem so verbrauchbare Dinge, die dann auch weg sind. So, das soll eine Kerze sein. Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Ein Siegel wurde jetzt gebrochen. Okay. Ich dachte, wir brechen alle Siegel dadurch, auf der ganzen Welt. Eine goldene Saat. Voll geil, die Statue da hinten. Das ist ja mega. Das ist nice. Aber dann heißt es, vielleicht müssen wir an dem Ort, wo wir so ein blaues Siegel gefunden haben, nach so einer Kerze suchen. Damit wir die auch loswerden. Und in den Turm komme ich dann aber gar nicht rein, oder was? Da oben ist aber was drin. Das ist diese Mühle, stimmt. Ja, okay, kann aber auch Zierde sein. Hat nichts zu bedeuten. Ich habe auch nur diese hohen Türme gesehen. Also vor allem den, weil der so riesig ist. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Turm. Können wir dann da so rüber? Ich würde sagen, ja. Ein Steinschwertschlüssel. Sehr schön. Oh, ich bin abgerutscht. Das ist mies gewesen. Ja, okay, bis gleich.
Okay, Leute, bin wieder hier. Bin nicht ganz da, wo wir letztes Mal waren, aber ich gehe diesmal diesen Weg. Sollte genauso gut funktionieren. Und ich habe uns ein Item da hinten mal markiert. Warte, ich guck mal kurz in die Richtung. Da. Da seht ihr es sogar noch ganz, ganz leicht. Da müssen wir hin. Da müssen wir, glaube ich, auch von dem Turm dahin laufen. Okay, das wird dann doch nichts. Ich glaube, ich muss doch von dort kommen. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal zu dem anderen Turm. Aber ich weiß eh noch nicht, wo der dritte ist. Deswegen gehe ich jetzt eh erstmal zu dem Turm, den wir noch nicht besucht haben. Machen erstmal das Wichtigste. Ups. Uiuiui. Kann auch sein, dass der dritte Turm ein bisschen versteckter ist und hinter einem blauen Siegel auf uns wartet. So. Spring jetzt mal ganz normal. Ja. Reicht auch. So, okay, dann haben wir schon mal das zweite. Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Ah, das waren noch mehr als nur drei Siegel. Da hinten ist auf jeden Fall, glaube ich, kein Siegel mehr. Auf jeden Fall glaube ich das. Da hinten ist aber auf jeden Fall noch ein Siegel mehr. Ich glaube, das Tor da hatte auch ein Siegel vor sich. Das scheint aber gebrochen zu sein. Aber ja, ich kann mich da auch täuschen. Ich habe mir jetzt nicht jedes einzelne Siegel gemerkt. So, jetzt versuche ich nochmal mein Glück. Wo könnte denn der dritte Turm sein? Ja, es ist so nebelig gerade. Wir haben nicht das beste Wetter. Solche Erkundungen. So, jetzt muss ich hier einmal ein Parcours machen über die Dächer. Dann wollen wir mal. Oh Gott, das ist aber ein Weitersprung gewesen. Ich dachte kurz, ich schaff's nicht. Himmelstränen-Skarabäus. Das war doch ein Kopfbedeckung letztes Mal. Ist das diesmal auch so? Ja. Schimmerstein, jetzt haben wir Himmelstränen. Bietet auch dieselbe Resistenz. Sieht nur etwas anders aus, hat ein anderes Zeichen. Anstatt Schimmerstein haben wir jetzt den Himmelsskarabäus. Haben verschiedene, ja, Optionen, sage ich mal. Der blaue und der blau-grüne. Verstärkt leicht die Regeneration einer Flasche mit Himmelstränen, erhöht aber den erlittenen Schaden. Okay. Das juckt mich nicht. So. Vielleicht da oben. Vielleicht auch da oben. Vielleicht aber überhaupt nicht. Da vorne. Das sieht gut aus. Da ist es. Macht auch mehr Sinn. Wenn wir schon zweimal so einen Turm haben, warum das dritte Mal nicht? Aber ich habe diesen Turm komplett übersehen. Ah, da müssen wir von da aus kommen. Die Wurzel habe ich schon gesehen. Da müssen wir von da oben droppen. Ja, das kriegt man ja easy hin. Okay, wir haben aber jetzt in der Stadt potenziell neue Wege. Deshalb sollten wir uns jetzt hier nochmal umschauen. Und gucken, ob sich hier irgendwas geöffnet hat, wo wir jetzt rein können. Das Ding ist nur, ich habe mir natürlich jetzt nicht gemerkt, wo überall solche Gänge waren. Hier sind auf jeden Fall noch recht viele Geister und so. Das ist, glaube ich, der Typ von oben gewesen hier gerade. Okay, hier erstmal nicht, würde ich sagen. Hier scheint das alles noch recht friedlich zu sein. Den Giftpilz nehmen wir mit. Aber hier allein doch schon, oder? Hier hatten wir doch irgendwo so ein Siegel gesehen. Da zum Beispiel. Okay, das sind manchmal nur einzelne kleine Räume mit irgendwas drin. Nachtkomet. Das hört sich cool an. Nur nichts für uns. Eine Nachtzauberin aus Celia, der Stadt der Zauberer, feuert einen fast unsichtbaren magischen Kometen ab. Diese Zauberei kann wiederholt und in Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Die Zauberer aus Celia waren Assassinen und wurden angeblich oft eingesetzt, um ihre Kollegen zur Strecke zu bringen. Ja, dann war das echt das, was wir damals gelesen hatten, dieses mit dem Assassinen-Kram und so. Und da habe ich erst, glaube ich, ein bisschen für den Kult gehalten, den wir auch ein bisschen beistanden, ganz am Anfang. Aber ich bin ja so ein Anrufungsdude gewesen, also kann nicht so ganz stimmen. Hier ist das noch? Nee. Aber hier in der Nähe. Irgendwo war noch was. Hier drin. Das hier war noch zu.
Sehr schön. Magischer Schwertschlüssel. Okay, das ist schon lange her. Hatten wir davon eigentlich noch einen oder ist das jetzt unser einziger? Ne, ist unser einziger. Ach ja, das war für das letzte Portal. Okay. Müssen wir uns merken. Portal. So, ich habe es mir notiert. Jetzt kann ich das auf keinen Fall mehr vergessen. Oder jetzt darf ich das vergessen. Aber habe es irgendwo notiert. Denn ich werde es bestimmt wieder vergessen. So, irgendwo war hier noch eins. Aber ich weiß nicht wo. Vielleicht hier hinten irgendwo. Das könnte sein, dass das so ein bisschen hier ein bisschen versteckter war. Sieht irgendwie nicht so richtig aus. Hier sind überall diese schwarzen Türen. Das kann also nicht stimmen. Aber ich meine, wir sind hier so reingelaufen und hatten hier so an der Seite direkt ein Portal. Aber da ist nur das Gemälde. Und das Portal, was ich gesehen habe, war vielleicht das da. Keine Ahnung. Aber es muss noch ein drittes rein theoretisch geben. Denn es gibt... Ach, das müssten wir sogar noch sehen, ne? Es gibt ja noch eine Kerze mehr. Da hinten ist halt ein Portal, ein riesiges, wo wir wahrscheinlich die Stadt richtig betreten können. Oder das große Gebäude, den Palast. Ich habe keine Ahnung, wie groß das genau ist. Ob das jetzt hier schon die Hauptstadt ist. Also, das ist schon nicht schlecht. Das sieht auf der Minimap so mini klein aus, aber das ist schon eine Stadt, kann man sagen. Also, sieht schon groß, größer aus, wenn man drin steht. Aber ich erkenne hier auf jeden Fall nichts mehr. Deswegen würde ich sagen, ich gebe die Suche jetzt auf. Falls hier wirklich noch irgendwo ein Portal war, dann werden wir es vielleicht niemals herausfinden. Keine Ahnung. Sonst kriegen wir hier noch eine goldene Saat. Hier dachte ich auch eigentlich, wäre noch ein Portal gewesen. Aber das, da kann ich mich auch irren. Da hinten ist ein Ort der Gnade. Aber ich mache erst den Drop. Und gehe erst in den letzten Turm. Mal hier hoch. Kann man das hier einfach... Nee, ich muss wahrscheinlich hier irgendwo lang, ne? Da ist noch ein Item. Okay, ich hole mir erst das Item. Ist wichtiger. Stab des Verlusts. Wieder nichts für uns, aber wer hat's gedacht in der Stadt der Magier? Ein Stab ohne Schimmerstein. Oh. Wird von Zauberern geführt, die Askese als den wahren Weg zur Weisheit ansehen. Mit diesem Stab lassen sich nur Nachtzaubereien wirken, aber das reicht manchen schon aus. Eine Nachtzauberei. Ist das sowas gewesen wie das, was wir gefunden hatten? Mal ganz kurz reinschauen unter Zaubereien. Also wir haben einmal diese Zauberei, dann so dunkle. Vielleicht sind das hier Nachtzaubereien, das hier normale Zaubereien. Und das hier die ganzen anderen. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Dass es diese dunklen Zaubereien dann sind. Also dunkelblauen. Okay, aber wieso ist da hinten... Also ich frage mich, ob das Portal da gleich aufgeht, wenn wir die dritte Kerze gemacht haben. Oder ob das zu einem optionalen Boss führt und das hier ist die ganze Zeit schon offen. Und hier kann man einfach easy die ganze Zeit schon rein und ja, als normalen Weg das betrachten. Ohne die Kerzen anzuzünden, weil die Kerzen, weil das war ja so ein Tipp, den wir bekommen haben. Da komme ich auf jeden Fall da hoch. 34.000 reicht auch noch nicht für ein Level. Brauchen noch etwa 10.000 mehr. Das ist schon eine ganze Menge. So, okay. Auf ein neues. Apps. Und jetzt versuchen wir nochmal. Da müsste ich drauf springen. Das finde ich sehr cool. Solche Passagen. Wo man ein bisschen rumjumpen muss und so. Und die letzte Kerze. So, öffnet sich das? Ja. Ja, so halb. Ja, doch. Ganz, ganz langsam. Okay. Ich war mir erst nicht sicher, ob das einfach nur kurz wegblasst und dann wieder aufhält. Wegblasst. Das ist auch ein neues deutsches Wort. Wird ab heute in den Duden aufgenommen. Okay. Und da haben wir einen Boss, tatsächlich. Okay. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Erst den Boss machen.
oder erst den Rest erkunden. Das ist jetzt die Frage. Wir können da halt hoch. Das sieht aber noch ein bisschen weitläufiger aus. Wenn das wirklich noch die ganzen Türme da sind, dann würde ich jetzt als erstes zum Boss gehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Boss zum Abschluss der Folge wäre schon cool und ein bisschen Zeit hätte ich noch. Ja, ist schwierig. Ich würde mich tatsächlich jetzt mal kurz hier hochwagen und zumindest mal ein bisschen Sneak Peek machen, wie weit das da oben noch geht. Und noch was trinken, das ist ganz wichtig. Was ist hier hinten noch? Er knurrt denn da? Okay, da knurrt auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob das der Boss ist, den wir schon hören. Der hinter der anderen Tür da wartet. Könnte aber sein. Wo zeigt das jetzt eigentlich hin? Der zeigt hier auch hoch anscheinend. Oh, es geht jetzt ab. Das sind so alte Skelette wieder. Direkt Boss muss... Oh. Moin. Das sind diese starken Skelette, die wir schon mal hatten. Ich weiß noch nicht mal, wo wir die gesehen hatten, aber die waren irgendwie einiges stronger. Da muss man echt aufpassen. Die kann man überhaupt nicht parryen. Also parryen, nicht staggern. Also davon ein paar mehr und ich bin echt am Arsch. Regeneration wäre nicht schlecht. Was ist hiermit? Das erhebt sich nicht. Muss auf jeden Fall aufpassen. So viel ist sicher. Bin mir noch nicht sicher, ob man da hin kann. Kann auch sein, dass es hier gar nicht mehr so weit geht. Oder das geht hier einfach nur aufs Plateau. Nee, hä? Was ist denn das hier für ein Ort? Geht hier schon wie so ein Berliner. Was ist denn das? Oder ist das berlinerisch? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, das müsste doch so berlinerisch sein. Wenn ich raten müsste, würde ich es zumindest so zuordnen. Aber wäre das jetzt eine Millionenfrage, würde ich trotzdem lieber einen Joker nehmen. Weil da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Aber mit Dialekten kenne ich mich eh echt wenig aus. Das hört sich nach viel an. Ja, ist es auch. Okay, die gehen aber. Mist. Der oder eine da, der ist richtig strong. Okay, den habe ich erwischt, Gott sei Dank. Das war auch mein Anliegen. Ja, das sollte ich nicht riskieren. Oh. Habt ihr auch noch angesprungen? Mein Gott, ey. Eieiei, also schön war das nicht. Aber hey, ganz ehrlich, wir haben zwei Folgen und bald eine dritte überstanden, ohne zu sterben. Das ist schon eine Leistung, würde ich sagen. So, jetzt können wir mal ganz kurz hier reinschauen, wa? Ach nee, das war... Ach so. Dahinter ist der Boss, in dem Bereich. Da können wir nicht hinschauen. So, geht's jetzt hier tatsächlich einfach so aufs Plateau? Ist das echt... Das ist einfach der Weg aufs Plateau drauf. Wäre ja auch okay. What the fuck? Alter! Ich dachte, sie rollt wohl jetzt irgendwo anders hin, aber die hat mich gezielt angeschaut. Oh nein, der Typ steht ja wieder auf. Ups. Die wurde gezielt auf mich geworfen oder zu mir gerollt, wie auch immer. Irgendwie so ein Murmelmeister war das gerade anscheinend. Who is the Murmelmeister? Are you the Murmelmeister? Habt ihr damals Murmeln gesammelt? Ich glaube, bei uns gab es sogar Murmelbahnen auf in der Grundschule. Und da haben Leute wirklich Murmeln getauscht. Ich wette, ich auch, aber ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Bei mir war das halt nur diese erste, zweite Klasse. Danach war das für mich nicht mehr relevant. Und erste, zweite Klasse ist so... Ich habe gar keine Erinnerung mehr daran.
Also bis auf so ein paar Bilder und Fragmente. Keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall bei uns Murmelbahnen und wir hatten auch Murmeln, das weiß ich. Ganz, ganz viele verschiedene, so eine Box voll oder so. Jo, genau. Nix davon, Alter. Okay, jetzt wäre so Zeit. Oh, da ist eine Kirche von Marika. Oder eine Kirche des Murmelmeisters. Wir werden es sehen. Ich erwarte auf jeden Fall noch ein... Ja, das sieht irgendwie interessant aus. Ist aber nur ein größeres Grab. Da ist auf jeden Fall ein Ort der Gnade. Aber da sind auch diese Tausendfüßler-Typen. Den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Entschuldigen Sie, ich muss hier kurz vorbei. Dein Freund guckt zu, während ich dich hier einfach wegkille. Also, wirklich. Staggert er mich einfach damit? Glaub's ja nicht. Dann kann ich das ja auch nutzen. Gilt ja auch irgendwie als Angriff. Okay, da hinten haben wir eine Schale. Da können wir gleich nochmal kurz looten gehen. Kirche der Seuche. Ui, aber das sieht super hübsch aus. Einen Moment. Kann man auch bestimmt so als Thumbnail nutzen, oder? Ui, voll schön. Huch. Ui. Neuer NPC. Lange her. Wer bist denn du? Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. Ach, das ist das Mädel. Wir hatten auch eine Quest bekommen. Auf der Kirche oben auf der Klippe sollten wir dieses Mädchen hier finden. Millicent oder so hieß sie. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Okay, wir haben sie gefunden. Jetzt müssten wir eigentlich kurz nochmal dem anderen Gelehrten Bescheid geben, dass wir sie gefunden haben. Der hat doch bestimmt mittlerweile ein Gegenmittel, oder? Oder er wollte kein Gegenmittel herstellen, er wollte nur, dass ihre Schmerzen gelindert werden. Aber es sieht so richtig schön aus hier. Den Ort mag ich. Ich mag diese roten Blumen und diese Ruinen, den Zerfall. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Und das ist auch noch gleichzeitig so ein Friedhof und so ein bisschen düster hier. Nicht so, als würde ich hier leben, aber so insgesamt künstlerisch finde ich das sehr, sehr hübsch hier. Da hat sich der Künstler auf jeden Fall... Ich meine, der Künstler... okay, ich kann das nicht so gut wie Kurt, oder? Das war erbärmlich. Sollte ich rauscutten, mache ich aber nicht. Das ist künstlerisch auf jeden Fall fabelhaft gemacht. Oh, hier ist ja noch ein Typ. Hallo? Aufwachen. Ich glaube, der trauerte gerade um seinen Kameraden, den ich damals getötet habe. Und der wurde hier vergraben. Und jetzt komme ich nochmal vorbei, um ihn zu töten. Bin schon Arschloch. So, auf jeden Fall geht es hier doch bestimmt noch weiter, ne? Also hier geht auf jeden Fall ein Weg hin und ich gehe davon aus, dass wir da dann nächste Folge auch bis zum Kartenstück kommen. Ich werde jetzt... Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Werde ich jetzt erstmal zu dem Gelehrten gehen? Ah, wir kommen auch bis zur Burgmauer. Ja, okay, hier gibt... Warte mal, wir hatten jetzt hier noch keinen Ort der Gnade? Wait, da war doch ein Ort der Gnade. Warum habe ich den nicht? Ich hab den nicht markiert. Ich bin einfach noch vorbeigelaufen, ne? Das war knapp. Das wollte ich nämlich nicht. Wir könnten jetzt bis zu dem Typen hier gehen und das machen. Ich glaube, das wäre mir auch tatsächlich lieber. Ich war kurz davor, jetzt zu sagen, dass wir zum Boss gehen jetzt am Ende der Folge. Aber das wird dann doch wohl eher die nächste Folge werden. Ich werde jetzt runtergehen. Das hat folgenden Grund. Nee, ich bleib so. Das hat folgenden Grund. Ich habe 37.000... 800 Runen. Und ja, diesen Weg, genau. Und mit denen da jetzt in den Bosskampf zu gehen und die jedes Mal, wenn ich versage, halt wiederzuholen,
Wäre echt ätzend. Deswegen gehe ich jetzt erst noch einen optionalen Weg machen. Das sind die Sänger, oder nicht? Das ist hier... wie heißt das? DSDS-Casting-Lager oder wie auch immer das heißt. Haben die überhaupt sowas? Ich glaube, ich vermische gerade so ein bisschen DSDS mit Germany's Next Topmodel oder so. Da sind die auf jeden Fall in so einem Camp zusammen. Goldene Rune 9, zweimal von denen? Ist das normaler Loot? Wenn ja, dann... Hä? Das ist the way to go. Was bringen 9er? 3800 Runen. Die machen... Ich mache zwei Schläge drauf und die ist weg. Ich glaube nicht, dass das normal ist, was ich gerade bekommen habe. Sondern eher so einmaliger Loot. Aber schauen wir mal. Gucken, was der so gibt. Goldene Rune 9. Okay. So langsam wird's creepy. Wir haben ja einfach 10.000 Runen gerade gemacht. Ah, der kann diesen Sturzangriff. Der nervt halt. Oh moin. Ja, genau den. Einmal Regeneration rein. Ist immer nützlich. Gut, dass sie One-Hit sind. Oh. Oh, da sind noch mehr. An den komme ich nicht ran. Okay, dann... Ja, schlaft ruhig weiter. Ist in Ordnung. Oh, wir haben hier wieder so eine Küste. Ich mag das ja voll gerne. Diesen Steinrand. Da ist noch ein Item. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Dadurch habe ich noch ein Item entdeckt. Ja, Giftfett mit Kordel. Nice. Wait, das ist ein richtig dicker Strand. Ach nee, das ist die Wüste. Ah. Wait, dann können wir mal ganz kurz eruieren. Wir gucken dahin und wir sehen auch solche Bögen. Tja, das könnte jetzt überall sein. Aber eher schon über die ganze Wüste hinweg. Ich glaube eher hinter dem Berg wird das eher sein. Also das Bild, davon rede ich gerade. Falls mir jemand nicht folgen kann, was jetzt nicht so verwerflich wäre. Ich komme ja auch von einem Thema ins andere. Ja. Ja, das gibt's doch wohl gar nicht. Als ob die immer eine 9er-Rune droppen. Also, falls ich Runen brauche, dann gehe ich ja hier hin. Das ist ja so schnell. Und hier ist ein Item, was Rune 5 ist. So, what? Das ist super weird. Das ist ein bisschen too much. Ich weiß nicht, ob das so soll. Dass mir alle 9er Runen geben. Weil dann habe ich jetzt easy... Also noch ein Level up, nur durch die hier gemacht. Könnt ihr immer durchmarschieren, die Typen töten, Level up machen. Ganz easy. So, da hinten ist unser Töpfermeister. Da ist nix. Aber wie cool das sein muss, wenn du erst hier bist und diese Wüste hier siehst und dann erst zu dieser Burg gehst. Muss schon insane sein, wenn du denkst, wow, Alter, what the fuck ist das? Dass das einfach eine Boss-Arena ist, da denkt ja erstmal niemand dran. Also ich habe es ein bisschen vermutet, als ich auf der Map geguckt habe. Aber ich habe tatsächlich auch eher mit einem anderen Boss da gerechnet. Zum Beispiel dem, also nicht dem, sondern einem großen Drachen oder Lindwurm oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall einen gigantischen Gegner. Eher sowas wie in Dark Souls 3, diesen großen Wurm, der da durch die Erde gräbt. Also so einen gigantischen Gegner einfach, der optional ist und der einfach ganz viel Platz braucht und nicht so wie der. Den hätte man ja auch easy in Arena besiegen können. Also ein bisschen Platz braucht er schon. Aber nicht so viel Platz wie die ganze Wüste. Aber hat trotzdem epischen Style halt. Wie der in seiner Wüste da verreckt und so. Sieht man ja in der Cutscene, die immer bei mir im Endscreen läuft.
Ich kann schon wieder nicht reden. Nuschel wieder irgendwas vor mir hin. So, wir kommen langsam, Bruder. Wir sind gleich da. Ich glaube, nochmal kurz Regeneration rein. Ich glaube aber nicht, dass du mehr drauf hast als andere von deinem Kaliber. Von daher wird das schon. Oh, du hast deinen eigenen Top kaputt gemacht. Das war eine Blutung. Ich möchte ungern runterfallen, muss ich sagen. Jetzt kommt sein Schwert zum Einsatz. Oh, damit hat er mich fast erledigt. So ein bisschen aufpassen. Nicht zu cocky werden. Wäre echt bitter, wenn er unser erster Tod gegen den wäre, ey. Aber nein. Alles gut. Also unser erster Tod seit 3 Folgen. Das wäre schon echt bitter. So, jetzt können wir da rein. In den Turm. Oh. Aber. Okay, hier waren noch ein paar mehr Türme. Warte mal, hatte er noch hier irgendwie ein geiles Item für mich über aufbewahrt? Müssen wir mal ganz kurz schauen. Sieht aber nicht so aus. Okay. Dann gehen wir jetzt in das Ding hier rein. In diesen, ja, Torbogen kann man besser sagen. Das hatten wir ja schon mal sowas gesehen. Also das scheint ein ähnliches Asset zu sein wie hier damals. Hier dieses Ding. Sturmtor. Und Tor von Celia. Also das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Da konnte man damals auch von der Seite rein und hier so hin. Aber das ist so, wow, zweimal in der Welt bisher vertreten. Könnte von mir aus auch noch 4-mal in der Welt vertreten sein. Und das ist mir groß nicht gefallen sollte. Hallo. Mit so einem Typen habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Aber macht schon Sinn, dass hier auch Magier sind. Okay. Okay, das sind eine ganze Menge. Dann ziehen wir uns hier mal geschmeidig zurück. Na komm. Was denn? Ui. Komm mal nochmal hier ein bisschen rein, Junge. Draußen werde ich bekämpft. 50 Minuten schon an Aufnahme. Hey. Also, ja, okay. Vielleicht ein bisschen kürzer. Ein paar Minuten. Das ist auch ganz gut so. Kann ich ein bisschen draufhauen, bitte? Danke. Weil ich wollte die eigentlich auf 45 Minuten lassen und nicht so wie die letzten Folgen. Werden immer länger. Weil ich nie Schluss machen kann. Ja, da geht's noch weiter. Zum Turm. Aber den mache ich jetzt noch. Also da gehe ich jetzt noch hin bis zu dem Turm. Das scheint nämlich ein Ende zu sein. Hallo? Was fällt dir ein? Ist ja dreist. Will die mich einfach angreifen? Ich mache hier gar nichts. Ich laufe hier nur vorbei. Und ich hätte euch auch verschont. Ihr seid ja keine Schildkröten. Und dünne Bestienknochen brauche ich eh nicht so dringend, weil ich nicht so viel mit Pfeilen schieße. So, da bin ich mal gespannt, ob da oben noch irgendwie ein geiles Item auf uns wartet. Dass sich der Aufwand oder der Weg hier auch hin gelohnt hat. Was ist das? Sind das Knospen? Ach, das ist diese Fäulnis und so, ne? Krass, ey. Das ist ein riesiger Baum hier auch ist. Herz von Ionia. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ursprung für die Fäulnis. Kann es sein, dass die mal versucht haben, so einen Erdenbaum irgendwie künstlich heraufzuziehen und dadurch ist dann die Fäulnis entstanden? Also der Gedanke ist dabei, in Dark Souls 1 war das ja auch, sie wollten eine künstliche Flamme erschaffen und daraus kam dann die Chaosflamme und so. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen ähnliches Schicksal hier auch hat. Wenn die schon so einen Scheiß bauen. Was bist du denn für einer? Achso, Blutetrunk. Oh, das könnte mein erster Tod sein. Seit langem. Bist ja wohl nicht kein richtiger Boss, aber meistens reicht das schon eher. Oh, nicer Move. Wow, Blutverlust hätte mich fast umgebracht. Es war nicht schön,
Aber ich habe gesehen, ich bin der Stärkere. Dann kann ich auch ein paar Fehler einstecken. So, hier kommen wir Gott sei Dank rein. Ewige Finsternis. Okay, das ist ein Zauber, den wir hier bekommen haben. Das heißt, für mich hat sich das hier alles nicht gelohnt. Aber so insgesamt trotzdem was Interessantes. Eine verbotene Zauberei aus Celia. Na, deswegen war die auch eingesperrt mit dem Typen, der die genutzt hat. Erzeugt eine dunkle Leere, die Zaubereien und Anrufungen anzieht. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden. Ursprünglich war dies eine verlorene Zauberei der ewigen Stadt. Eine Manifestation der Verzweiflung, die einst ihren Untergang besiegelte. Okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Erzeugt eine dunkle Leere, die Zaubereien und Anrufungen anzieht. Heißt das, ich erschaffe ein schwarzes Loch, irgendwo so im Raum, und alle Zaubereien und Anrufungen, die auf mich geschossen werden, hält das Ding sozusagen vor mir ab, weil die da irgendwie reingesogen werden. So hört sich das für mich an. Klingt auch richtig cool. Aber ist eher die Frage, wie lange bleibt das schwarze Loch da? Bleibt das jetzt eine Minute bestehen? Bleibt das vor 2 Minuten bestehen? Oder bleibt das nur 15 Sekunden bestehen? Weil 15 Sekunden würde mir das Ding gar nichts bringen, oder es würde sich gar nicht lohnen, das groß zu casten. Bei einer Minute würde ich schon sagen, ja geil. Ich habe eine Minute beim Bossfight, weil so Magier so ein Portal stehen. Und man wird dann so ein bisschen belohnt dafür auch, dass man hier so eine verbotene Zauberei rausgeholt hat. Also belohnt dafür, dass man was Verbotenes tut. Ja, ist moralisch verwerflich, aber naja. Ja, beim nächsten Mal gucken wir uns den Boss an und dann auch das Plateau. Und mal gucken, was da so auf uns wartet. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein!